Jetzt Jeder hier. Ich sehe nichts, sag ich doch. Auf dem Boden, Polizei, auf dem Boden, auf dem Boden, auf dem Boden. Ich bewege, Polizei. Was? Wie legt man sich ich hin? Ich lieg schon. Wie legt man sich hin? Oh nein. Was? Song. Jo Leute, Klim am Start. Mit dabei ist wieder der Olaf. Hallo! Und der Reinhard. Hallo! Denn wir spielen wieder Eldest Life Epic. Epic. Und es ist ganz schön dunkel. Und wir sind jetzt gerade am Marianafeld. Ich jo. Kann hier an der Tür klippen. An der Tür ist Cannabis. Was? Ich stehe an der Tür und kann Cannabis sammeln. Cool. Ja, geil. Ja und wir sammeln jetzt Cannabis. Und genau, wir machen da ein bisschen illegale Aktivitäten, haben wir uns gedacht. Hier haben wir eine Taschenlampe dabei. Und weil der, weil der Markus uns ja nichts besorgen kann, weil er ja gerade in Holland ist, haben wir uns gedacht, holen wir uns das halt selber. Der holt nämlich jetzt das geilste Gras auf Erden. Wir wollen ja noch ein bisschen Geld machen, weil wir so wenig haben. Ja, eben. Und wir haben gerade die Info bekommen, dass der liebe, dass der Crabzone ein Bankkonto eröffnen möchte. Und ja. Wollen ein wir doch Bankkonto mal schon. Early, könntest du mal mitsammeln und nicht so einen Scheiß machen? Ich sammle die ganze Zeit. Nein. Du meinst, die Bank überfallen möchte. Ja, das weiß man noch nicht so genau, was er damit meint. Ich schreib ihm mal. Wir Rentner haben natürlich auch Informanten. Genau. So, Krabs. Das ist echt dunkel. Das Lustige ist, dass ihr im Video später mehr seht als ich. Weil ich es ja nachträglich noch heller mache. You have collected some cannabis. Das ist aber cool. Ich schreibe ihm jetzt bei der Staatsbank oder bei der normalen örtlichen Bank? Alter, wie viel kann man denn sammeln davon? Weiß ich nicht, wie leicht die Rucksäcke sind. 100, die sind 100 groß, die Rucksäcke. Ja. Wie groß ist der Heli? 300, ey. Oh. Also ein Cannabis wiegt 4. Klick, 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 klick. Oh. Jo. Also ich hab jetzt schon... Alter, Baloui. Das war Early gerade. Ich hab's gesehen im Teamspeak. Ich hab's da nur nachgemacht. Ja. Alter, die Schnauze. Du Penner. Ihr Penner, das war halt du die Schnauze du hier. Jetzt lauf mal nicht mal vor mir. Sonst hier. Sonst oh, ehrlich, kann ich sammeln, wenn du da die ganze Zeit vor mir stehst. Ey, das war das nochmal. So war das, glaube ich, ne? Nee. Bescheuert? Was war nochmal ergeben? Was macht ihr da hinten überhaupt? Warte, Shift und E? Warum steht ihr nicht direkt neben dem Heli? Weiß ich nicht. Also bei der Staatsbank werden die ein Konto eröffnen. Das heißt, Staatsbank überfallen, ja? Ja, bestimmt. Das ist ein 15 Liter dabei. Die Frage ist nur, dein was Inventar machen ist voll, hä? Wir könnten echt dahin und versuchen, so ein Ifrit von denen zu klauen. Oh, ist natürlich der Held. Oh, ich wollte es gerade benutzen, das ist so ein Schwachsinn. Ich pack nochmal was in den Heli rein, denn ich bin voll fein. Was? So 9 ist 3 Teile. Was? Ja, Alterstabletten. Altes Tabletten? Altes Live-Tabletten, ja. Ich hab irgendwie was Bock auf der PS4 mal zu zocken, weißt du? Ich hab die hier stehen und zock damit irgendwie nicht. Ja, toll. Ich hab keine PS4. Nicht. Dum, 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 dum. Bringen wir die Drogen dann erst noch weg, oder? Nö, die haben wir so im Heli einfach und fliegen damit zur Polizeizentrale. Ja, okay. Ich finde das Marihuana. Lass mich einfach mal in die Polizeizentrale fliegen, dann erwischen die uns und wir sagen einfach, oh, wir haben uns verflogen. Huch! Das wäre voll lustig, auch wenn wir dann ins Gefängnis kommen. YOLO!
Cannabis, Cannabis, ich store ganz viel Cannabis. Immer Cannabis, Cannabis, la 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 la. Ja, der Hubschrauber ist voll. Bist du etwa müde? Ja. Ja. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben auch ganz spät abends. Ja, natürlich. Ja, ganz spät abends. Es ist gerade 5 Uhr morgens. Es ist viertel vor 10. Morgens, genau. Genau. Und wir nehmen, ja, wir nehmen jetzt schon die ganze Zeit auf, ja. Ja, wir nehmen seit 10 Uhr abends auf. Also ja. Wir sind jetzt knapp seit 12 Stunden schon aufnehmen. Naja, das passt so ungefähr. Wir haben jetzt schon 2 Folgen aufgenommen und zwischen der letzten Folge und dieser Folge sind wir jetzt die ganze Zeit in Altes im Kreis gelaufen. Ja, also, und, im Kreis geflogen. Early ist noch eingeschlafen, also werden 2 Folgen... Wo? Was? Ich höre nichts. Kommt Heli? Ja. Weg, ich muss in den Heli. Flieg! Nein. Warte, ich finde mal raus, was das ist. Lichter ausmachen. Dann sehen die uns nicht. Die haben uns doch schon längst gesehen. Wie denn? Ah, nee, das ist nur ALS ist das. Ah, der Lieferservice. Woher wissen die denn, wo wir sind? Oh, da wollen die auch mal Marihuana sammeln. Ach. Ich hab nichts gehört, weil mein Sound so leise ist. Ich hab grad... Hey, jetzt ist auf einmal mega dunkel. Also ich sehe gerade gar nichts. Ja, wir reden Cannabis. Jetzt ist wieder dunkel, eben war es heller. Ja, das sag ich ja. Was? Jetzt ist gerade übertrieben dunkel, eben war es eigentlich was heller. Mir ist die ganze Zeit gleich dunkel. Nö, bei mir nicht, das ist mir aber gerade jetzt aufgefallen. Bei mir war eben heller. Ich dachte, die Sonne geht wieder auf eben. Ja. Donner hat's gedacht, na, fuck that shit. Ich frag die mal, ob die unser Cannabis abkaufen wollen, dann müssen sie nicht sammeln. Ja, genau. Dann gehen wir zur Staatsbank. Nicht, dass sie jetzt die Polizei hier abliefern oder so. Das ist so eine gescheite Ausrede. Wieso haben die uns gefunden? Was um alles in der Welt? Vielleicht wollten die auch. Hallo! Gehen. Markus, bist du da drin? Mach mal lauter. Nee, hier ist der Carsten. Hallo, die Herren. Hallo! Hallo! Hallo, was machen Sie denn? Die haben sie uns gesucht! Nein, ich habe sie gefunden, aber nicht gesucht. Wurden sie etwa von meiner Gisela geschickt? Nee, ich wollte auch ein paar Blumen pflücken für meinen Cousin Pepe. Der braucht noch ein paar für seine Frau, wissen Sie. Wir haben schon ganz viele Blumen, wir wissen aber nicht, was wir damit anfangen sollen. Sie können, wenn Sie möchten, uns die Blumen abkaufen. Ja, pflücken kann ich schon selbst. Ich habe auch gerade. Dauert aber lang. Sehr aufwendig, sehr, sehr aufwendig. Stimmt. Ein bisschen Geld habe ich tatsächlich noch. Was wollen Sie denn für die Blümchen? Millionen! Das habe ich jetzt nicht ernsthaft gesagt, ne? Wie viel hat nehmen wir denn? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Was bringt ihr denn bei Verkauf? Was ist denn der Wechselkurs? Naja, ich sag mal so, ich kann Ihnen $2,000 bieten. Wenn ich dann den Heli halb voll krieg oder ganz? Insgesamt! Ist schon cool. 2000 ja. Für den halben Heli? Ja. Also, früher! Okay, ich gebe Ihnen 4000 und wir besser. Kriegen den ganzen Nein. Heli. Was? Sie kriegen doch nicht den Heli. Ich möchte eine Heli-Ladung von Ihren Blumen kaufen. Ich hab ne Idee, Jungs. Was denn? Lenkt ihn ab mit Claudio den Heli. Lass uns sagen, ja, wir würden ihm sein Heli voll machen, die Schlüssel nehmen und wegfliegen mit seinem Heli und hier stehen lassen. Geiles. Das ist gemein. Okay, werden wir machen, das klingt fair. Leute, ich setz mich einfach in. Kann einer von euch fliegen? Ich nicht, was? Ich hab mich schon in deinem Heli. Gib mir einfach den Schlüssel, dann hebe ich, ich hab den Rucksack schon voll, dann lade ich direkt ein. Mein Rucksack ist auch schon so voll. Kann ich das leider nicht. Das kann ich leider nicht so verantworten. Ich hätte das lieber, wenn Sie mir die Sachen in die Hand drücken. Geld.
Mist. Das dauert ja noch länger. Oh, so viel Zeit haben wir aber nicht. Kann einer von euch den Heli knacken mit Dietriche? Ich gebe Ihnen 2000 Dollar und ich habe sie hier nie gesehen. Ja, was ist, wenn er bewaffnet ist? Der kann den Heli immer wieder aufschließen, ist das Problem. Und abschließen. Ach so. Ich hab zwar dann die Schlüssel, nur der kann mich rausziehen. Dann können Sie mir ein bisschen was übergeben. Gib ihm einfach einen Marihuana. Ja, okay, genau. Ja, stimmt. Ach nee, scheiße, hat der halbe verlangt, ne? Wo ist denn mein Marihuana? Ach so, genau. Bitte nicht rausholen, die Sachen, die ich brauche. Die muss ich noch verkaufen. Danke. Bitteschön! Ja, was ist denn dein Rucksack? Da müsste aber noch mehr gehen. Ja, mir eins gegeben. Wie mehr? Das verstehe ich nicht. Leute, lasst ihr jetzt einfach losfliegen. Komm, ich habe nur eine einzige Blume bekommen. Dafür wollen sie 2000 Dollar? Ja, war doch der Deal, habe ich so verstanden. Bin ein Käfer! Das ist eine besonders große Blume. Das war ein Blumenstrauß, ja, haben Sie das denn nicht gesehen? Abgeben, oder? Ach, behalten Sie doch Ihre Kohle. Okay. Schade, schade. Wir kommen sicherlich irgendwann später noch ins Geschäft. Ja, mit Sicherheit. Na. Wegen Repair-Kits aber nur. So wegen Repair-Kits oder so, wenn der Heli abstürzt, dann rufen wir sie. Die Stimme von dem nervt mich so ein bisschen. Bin gleich da. Komm, kommt in den Heli einfach. Seid ihr schon drin? Ich bin schon drin. Ich bin noch nicht. Warte. So, jetzt noch. Komm, Pilot. Ich bin drin. Miep. Oh, wir kommen hier so schräg überhaupt weg. Ja, guck mal. Warte, drück einfach die ganze Zeit S und dann, wenn er voll ist, Y und dann, wenn er... Wenn also ich hab meine Taste schon auf Abspringen. Danke, du Arsch. Hoffentlich trifft der Rotor. Nee, Schub reicht noch nicht. Jetzt aber. Schade, dass er uns nicht seinen Schlüssel hat gegeben. Wäre zu gut gewesen. Okay, ja. Wo fliegen wir hin? Wo müssen wir hin mit dem Mariana-Zeug? Da ist Marihuna-Verarbeitung. Ist ja direkt im Norden. Ja. Kann ich aber nicht. Genau. Wo ist die? Da. Marihuna-Verarbeitung. Oh, ich hab keinen. Oh, Leute, ich muss es wieder leiser stellen. Das ist echt nicht zum Aushalten hier. Das ist laut, ne? Extrem. Ja. Leider ja. Ich muss jetzt halt öfter ins Menü gehen, um für euch dann quasi den Ton lauser zu stellen, wenn die anderen Leute dabei sind. Lauser, ja. Und leiter, wenn... Leiter? Ja, das muss ich auch mal eben. Aber ich muss vorher Schwebeflug anmachen. Sonst sind wir nachher kaputt. Tot! So. Hey Klum, was für ein Shader benutzt? Halt die Maul! Vor allen Dingen, welchen Shader benutzt du? Ja, das ist altes Live. Hier gibt's nicht Shader. Shader! Ich werde aber echt unter jeder Minecraft-Folge gefragt, welchen Shader ich benutze. Ja, ja, da kannst du auch tausendmal erklären. Bis zu Folge 36 habe ich wirklich fast immer geschrieben, ja, den und den Shader, ne? Und jetzt bei der neuesten hatte ich keinen Bock mehr. Dann schreibe ich einfach nichts mehr hin. Das ist mir zu blöd. Nix. Ja, fragt eh wieder einer in der nächsten Folge. Ja, so ist das. Ja, einen Shader kriegt man nicht mal mehr. Welchen Real-Life-Shader? Bitte? Der Real-Life-Shader? Ja. Ja, den nutze ich auch, aber... Psst. Wie Real-Life-Shader? So, M, drück mal M. Oh, Junge, ist das hell. So, für alle die jetzt im Bett liegen und sich denken, oh, schön dunkel. Boom! Okay. Kennt ihr das, wenn ihr im Bett liegt und denkt, oh, ich guck mal aufs Handy oder irgendwer hat mir geschrieben, guck aufs Handy. Lichtexplosion! Wo ist denn die Zentralbank? Staatsbank, da unten irgendwo, da hinten irgendwo. Neben, ich dachte, da gibt es eine Zentralbank. Das sind zwei Banken. Wir müssen erstmal unsere. Ja, wo ist denn die Zentralbank? Die Zentralbank. Aber guck halt, wo man hier landen kann, ne? Lokale Verarbeitung. Da ist die Staatsbank. Mich wundert, dass der arme Transportheini ganz allein hier ist. Gewesen ist. Ja, hat halt keine Freunde. Nee. So möchte ich nicht enden.
Ich hab jetzt meine Rentner-Gang. Ja. Wir sind schon seit über 400 Jahren, hängen wir zusammen rum. Mindestens. Ja, genau. Ich glaube, du verrechnest dich um ein paar Jahre nach unten. Ah ja. Sind schon 600. Ach ja, genau. Ich vertausche das immer. Ja, merke ich. So, wo ist denn hier ein Landeplatz? Erstmal ausleuchten das Ganze. Da. Und da. Nee, da ist ein da. Ja, ich würde sagen, da nicht. Es geht schief. Ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen, das wird schief. Das sind Steine. Ganz ruhig, Jungs. Und Bäume vor allen Dingen. Oh oh. Wir landen jetzt gerade genau auf dem Baum. Ja, ich bin doch noch nicht unten. Oh, was ist das denn? Die Staatsbank. Scheiße, ich habe keine Dingens, ne? Müssen gleich schnell zur Bank. Versicherung, ich habe auch keine. Wir sind gelandet. Aber wir haben keine Versicherung. Ich schon. Kacke, wo ist denn hier eine Bankautomat? Hier gar nicht. Aber der nächste ist ein Zaros. Ja, das ist schlecht. Alter, wir verlieren einfach alles. Oh, ich sehe nichts. Doch, hier steht der Typ. Ich sehe kann ich das Gamma irgendwie hochstellen? Alter, ist ja schrecklich. Kann den Typ nicht anlabern. Hey, weil ihr davor steht. Marihuana ist nicht gut. Gesamtsichtbar auch nur 19 Frames, Alter, das ist zum Kotzen. Ist nicht gut. Ich dachte gerade, da kommt jemand rein mit der Taschenlampe. Kein Plan. Wo ist denn der Typ? Jeder hier. Ich sehe nichts, sag ich doch. Auf dem Boden, Polizei, auf dem Boden, auf dem Boden, auf dem Boden, Boden. Ich bewege, Polizei, auf dem Boden. Was? Wie legt man sich ich hin? Lieg schon. Wie legt man sich hin? Auf dem Boden. Oh nein. Was? Soundlauter Mann. Stimmt. Ich glaube, die haben ihn nicht gesehen. Was? Was passiert denn hier? Hilfe! Hallo, Hilfe, Polizei! Hilfe, Polizei! Hallo? 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 Was passiert denn hier? Hier ist so dunkel, hat mal einer Licht? Wir brauchen nur unsere Herztabletten! Reden Sie mit uns! Hallo? Haben Sie eigentlich nicht gehört, dass die Staatsbank ausgeraubt wird? Haben Sie nichts Besseres zu tun? Retten Sie mal lieber meine Rentengelder! Die wollen, glaube ich, nicht mit uns reden. Das wird so viel Geld sein, dass die kassieren und wir los sind. Scheiße. Ja. Und wir können alles unverarbeitet. So, meine Herren. Ja, ich habe eben noch gesagt, wir haben sie jetzt dabei erwischt, wie sie hier Drogen gefarmt haben. Wir haben sie erwischt, wie sie nicht ihrer Verpflichtung nachgegangen sind und die Staatsbankräuber aufgehalten haben. Geht's noch? Meine Rente ist da auf dem Konto! Da sind schon meine auch! Genau. Wir haben auch noch andere Officers, die auch noch damit beschäftigt sind. Aber meine Rente! Soll ich Ihnen einen Tipp geben? Wir haben einen anonymen Tipp bekommen, dass wir gerade hier unterwegs sind und deswegen dieser Arsch! War ja auch ein reichlicher Fang. Nun, ich würde sagen, wir wissen, wer der Übeltäter war. Dieser Übeltäter, der ist aber auch Blumenpflücken gegangen. Hören Sie, den müssen Sie als nächstes kontrollieren. Der wollte eigentlich, dass wir das für ihn machen. Wir sind hier nur im Auftrag. Wir haben dem sogar welche verkauft. Ja, der hat sogar welche von uns abgekauft. Aber das ist dann schon eine zweite Straftat. Nein. Nein, wir wurden gezwungen mit Waffengewalt. Was sollen wir denn machen? Aber wir sind alte Leute. Wir wurden bedroht. Hören Sie mir doch mal zu. Wie hören Sie mir zu? Nicht weinen, Balu. Okay, erzähl mal von vorne. Dieser Kerl mit der Maske. Ich versuch's ihn zu erklären. Wir wollten für unsere Herztabletten die Zutaten organisieren. Weil die Herztabletten kosten in der Apotheke ganze 2000 Euro. Das ist viel zu viel. Und wenn wir uns die selbst herstellen, kostet das nur die Hälfte. Und deswegen wollen wir uns die selbst herstellen. Und da war dann genau, dieser 500 typ, Euro kostet dieser, nur. Dieser eine Typ der, von dem Lieferservice, der hat uns bedroht und gesagt, wir sollen ihm unsere ganzen Blumen verkaufen. So, und das wollten wir aber nicht machen. Und dann sind wir geflohen. Und jetzt wollen wir hier unsere Herztabletten herstellen. Und jetzt sind sie hier und halten uns fest, statt unsere Rente zu sichern. Mensch, Olaf, halt doch die Schnauze. Das stimmt gar nicht so. Glauben Sie dem kein Wort. Nein, das war anders.
Wir wollten eigentlich nur ganz normal einen Abendpicknick machen auf einer schönen Insel im Süden. Und dann kam dieser Typ mit der Maske auf dem Kopf. Und der Carsten und, war da. Und der Moment bitte ganz der Carsten. Reinhard, sei doch jetzt ruhig. Reinhard, jetzt halt dich laut, Mensch. Schauen Sie mal. Das geht auch höflich, also ich bitte Sie. Reinhard, ich liebe dich. So, es sieht nämlich besser. Reinhard. Ja, super. Also, oh, danke, Jungs, ihr steht zur Seite. Wir haben, okay, sei es aus irgendwelchen Notfallgründen, dass sie hier, gezwungen ist doch kein Notfall, wir konnten uns doch nicht wehren. Was das war, hier, der hat uns erschossen. Psst. Aber trotzdem. Okay, also ich habe Ihnen einen Vorschlag zu machen. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, wir haben Zeugenschutz, wie Sie uns hier unterstützen können und wie ich Ihre Straftat vermutlich vergessen werde. Wenn Sie uns Rentner... Das können also einer zur Zeit stehen. Ich verstehe nichts. Die reden bei mir durcheinander. Sie möchten was? Sie reden so durcheinander. Ich habe gesagt, ich werde natürlich vielleicht Ihre Straftat vergessen, wenn Sie uns jetzt sofort Richtung Bank fliegen, dass sie vielleicht noch versuchen, ihre Rente zu retten. Oh ja! Oh, gerne! Wir haben gerade das Problem, dass alle Cops im Einsatz sind und wir die einzigen jetzt theoretisch wären, die in die Richtung fahren könnten. Und deswegen könnten sie uns damit sehr helfen. Das tun wir gerne! Natürlich! Ja! Na, guck, die sechs auf einsame Insel an! Aber dann möchten wir uns auch auf die verlassen. Ja, natürlich! Aber sie müssen auch was gegen diesen Carsten unternehmen, ja? Ja! Der uns bedroht hat! Ja, ich sehe überhaupt nichts. Ist hier der Ausgang? Au! Dann kommen Sie mit! Ich sehe nichts! Und Sie wollen fliegen? Na, dann mache ich mir aber Gedanken. Ah, doch! Ich war früher im Vietnamkrieg, habe ich doch erzählt! Oh, Markus, bist du da? Meister Pelot! Ach, hier nur noch die Scheiß-Wertlese in der Hand! Okay, passt auf. Gleich in der Luft. Ja, weiter. Würde ich sagen, wir beenden die Aufnahme, weil wir sind schon 22 Minuten dabei. Ja, ich würde sagen. Genau. Klim, du musst machen. Was? Achso, ja. Schnell, dann machen wir eine neue. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir die Polizei zum Dinges fliegen. Genau. Ciao, Leute. Super. Haut da rein. Tschüss. Haut da rein. Tschüss.